Ja, zu meiner Verteidigung. Ich habe auch anderes Zeug zu tun. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf diesem definitiv besten Kanal der Welt. Und zwar auf dem Kanal Hyrule Master. Wir spielen Smash. Und ja, ich werde erstmal ganz normal anfangen. Und dann, wenn später jemand reinkommt, können wir auch zusammen zocken. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach auf Achievement Jagd gehen. Und deswegen habe ich auch keinen Plan, warum ich im Classic Mode bin. Aber das interessiert uns auch nicht. Ich werde erstmal gucken, was mir hier denn so alles fehlt. Damit könnte ich zum Beispiel anfangen. Das wäre zum Beispiel einfach, weil das habe ich fast. Oh, sämtliche Kämpfe, das dauert noch ein bisschen. Das Thema Kampf 1-1, das dürfte ja nicht so schwer sein. Gut, dann fange ich, glaube ich, mal mit der Geistertafel an. Ah. Ja, diese Tetris-Steine, Mann. Warum? So, Profi-Geister muss ich machen. Wo benutze ich denn Kampf-Items, bitte? Bestimmt hier irgendwo. Genau das Item. Ich bin mir sicher, das ist gut. Juhu. Cloud, mach mal bitte. Schöner in diesem Spirit-Modus ist ja. Oh nee. Geh. Dass er entweder richtig einfach ist oder dann wieder zum Kotzen. Ich mag den Spielmodus auf jeden Fall. Ich kann auch auf die ganze Zeit das machen. Cloud kann man so gut spammen. Macht auch voll Spaß. Ich liebe Leute, die in Smash spammen. Ja, komm her. Oh, schade. Hätte auch funktionieren können. Dafür hat das funktioniert. Das hier hat auch funktioniert. Du sollst sprinten, du Honk. Geht's. Ah, genau. Hauptsache, er dreht sich nochmal kurz um. Legende. Schau, macht das hier eigentlich nichts, ne? Das macht alles nur mit Limit-Schaden. Und tschüss. Hallo? Kannst du mal bitte einfach. Jo, aua. Ist auch schön, ich bekomme nichts an. Oh nee, jetzt hat die. Bring's doch! Seems legit, also hier mal wieder Qualitäts-Gameplay am Start. Ich hab Samus erschossen. Deal with it. Alle Fanboys. Girls. So, let's go on. Junge, Alola Raichu sieht einfach nicht so geil aus. Tut mir echt leid an alle Fans davon, aber mir gefällt das Design jetzt nicht so. Ich meine, ja. Was soll ich dazu sagen? Das gibt's als Po. Oh, das ist Alert. Ich hab nichts gesagt. Du bist wundervoll, Alola Raichu. Du bist doch so wundervoll. Und ich sollte mir eventuell mal vor einem Kampf immer diese dummen Regeln durchlesen, damit genau das hier nicht passiert. Und ich jetzt hier einen hässlichen Elektroboden hab, nicht gescheit auf dem Boden kämpfen kann und wieder hier von Plattform zu Plattform springen muss. Hat aber funktioniert. Auch wenn man. Das Gute beim Spirits Modus ist, man muss nur die ganze Zeit diese Quick-Attacken benutzen. Das reicht schon völlig. Warum dreht sich das so schnell? Ich hab nicht mal getroffen. Ja, Mann. Als ob. Tschüss.
Immer wieder am Start. Nehme ich den wunderschönen Vogel als nächstes. Stimmt, ich habe was vergessen. Ah, egal, das kann ich irgendwann anders machen. Geht, geht. Ah, Junge, dieser Nebel. Noch auf der Stage. Die... Ja, komm her. Ja, genau. Jetzt das hier, dann nochmal den hier, dann das hier, ich folge von dem. Das gehört alles zum Plan. Ihr kennt mich aus meinem Smash-Tutorial. Ich bin absoluter Vollprofi in diesem Spiel. Vor allem im Spirits-Modus, alles gut, das gehört alles noch zum Plan. Er soll jetzt so ein bisschen mich vordamagen, damit ich genau das hier machen kann und ihn dann töten kann. Alles easy, gehört alles zum Plan. Und hier dreht sich jetzt wieder super langsam. Haben wir das Raichu irgendwie so ultra rare Two-Star Spirit oder. Einfach nur komisch. Oh ja, man, Ken verprügeln. Mit einem Schwert. Wollte ich schon immer mal machen. P-Kampf, KP-Kampf. Oh, das Shuriken hat aber reingeballert. Was kommt das nächste Tangenet oder? Naja, es bleibt nur Shuriken. Okay. Kann er gern machen. Dann kann ich nämlich easy das hier machen. Dann. Junge, ich hasse das, wenn man den beim Aufstehen kurz sich treffen kann. Und ich dann jedes Mal draufschlag für. Junge, wenn du dann gegen andere Leute kämpfst, kriegst du da meistens so schnell einen aufs Maul. Auf die Klappe. Komm, ich will diesen hässlichen Bodybuilder haben. Ich hab den hässlichen Bodybuilder. Don Flamenco. Aber die habe ich schon. Also warum sollte ich mir die holen wollen? Glaube ich. Ich sollte sie haben. Ich gehe mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe sie zwar nicht auf Level Max, aber... Das sieht richtig geil aus. Ja, ich habe sie. Level 93. Aber die hat nur einen Platz. Die ist eh nicht so krass. Oh, wo vibriert nicht so laut, Handy? Ne, müssen wir eh nicht machen. Gehört gerade eh nicht zu dem Ziel, was ich machen will. Das gehört zu dem Ziel, was ich machen will. Gut. Let's go nach Hause. Warte mal, war das ein Waluigi? Nintendo. Warum? Spirit haben wir ihn. Als Helfer-Dinger. Er ist trotzdem nur ein Kostüm von Luigi geblieben, Junge. Ich bin so schlecht manchmal in diesem Spiel. Und ich habe nach unten gedrückt. Klappen. Jetzt! Nein, krieg ihn noch nicht weg. Jetzt! Was war das denn? Ich habe da geblockt. Egal, er ist tot. War Luigi. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber das Gute ist ja, wir haben jetzt neben dem normalen Fighter Pass den ersten 5 Kämpfe, wovon ich mir einen einzigen gekauft habe und den ganzen Rest nicht. Da sah vor allem der letzte noch super cool aus und Joker sah auch ganz cool aus. Aber ja, ich warte mal.
Vielleicht kann man sich später auch noch beide zusammen kaufen. Dann ist es nochmal billiger vielleicht. Und man kriegt nochmal was extra. Keine Ahnung. Erstmal abwarten. Ich will jetzt erstmal wissen, welcher Arms-Fighter reinkommt. Und dann kann ich... Ah, hör auf damit. Geht. Den sollst du gar nicht machen. Bin ich da gerade echt durch den Boden gefallen? Wenn ja, finde ich geil. Bisschen Karten-ASMR. For the cringe moment. Bestimmt nicht, um die Ladezeit zu überbrücken. Ist nicht vorbei. Ja, ist ja scheiße. Bescheiden. Schön werbefreundlich bleiben, weil das bei mir auch irgendeinen Unterschied macht. Weil ich gehöre ja zu den krassen Big Influencer in dem Game hier. Also nicht in Smash, aber halt hier im YouTube-Game. Also ich muss auf jeden Fall drauf achten. Gegen was? Ah! Junge, warum fällst du denn schon wieder einfach durch den Boden? Macht Spaß auf jeden Fall. Ah, ich habe Smash so vermisst. Kein Wunder, habe ich es eine ganze Woche lang nicht mehr angefasst. Okay, das heißt, man soll von Anfang an auf Iggy gehen. Komm her. Hit. Okay, und auf dich. Jetzt. Genau jetzt, wo du mit runtergehen sollst, machst du es nicht. Das war die falsche Richtung, du Honk. Den rausnehmen. Oh, reicht mir nicht mal für ihn. Dafür reicht es Iggy. Und Rob HD dürfte ja kein Problem sein. Das ist ein Insider, den verstehen das bestimmt die meisten nicht. Wow, that was easy. Nach dem dritten Anlauf dann auch mal geschafft. Schon ein bisschen peinlich. Wir starten jetzt am besten mal neu. You spin me right round, maybe right round. Ich hätte es gelacht, hätte ich verfehlt. Habe ich zum Glück nicht. Das wäre nämlich. Das wäre noch so die Kirsche auf dem Sahnetäubchen gewesen. Sahnehäufchen. Verzeihung. Bitte nicht verklagen, ja. Meta Knights. Ich kenne mich ja leider mit Kirby nicht so aus, aber. Alter. Der Link sieht geil aus, der mit dem Mondding. Feier ich. Erika, Erika. Und ein Ditto. Das kann man doch bestimmt irgendwie evolven. Das will ich sogar noch machen. Tatsächlich. Erstmal wieder dumm hinsetzen. Für Ditto nimmt man bestimmt, ist eigentlich gar keine schlechte Wahl. Aber Ditto saugt die Leute nicht auf. Ah, hör auf damit, Kirby. Der bekommt jetzt quasi ein Com-Ding? Ist ja voll. Hä, Ditto ist hier mal richtig useful, wenn man das aus dem Pokéball bekommt. Also, Schaden macht's mir auf jeden Fall. Reicht das? Ja. Feier ich. Oh, Junge, jetzt dreht sich der schon wieder schneller. Aber den letzten Pixel davon treffe ich. Hab jetzt eigentlich langsam mal das Achievement. Oder muss dafür hier zuerst raus? Das geht nur 27 Minuten. Junge, heute ist aber auch mal richtig mein Tag. Ich habe gerade die kompletten Karten auf meinem Boden verteilt. Scheiße. Bescheiden. Flieg runter, Melinda. Niemand mag dich. Niemand braucht dich. Niemand mag dich. Und ich bin eh kein Animal Crossing Fan. Wie kann er das sagen, jetzt so Animal Crossing New Horizon draußen ist? Sondern das Lieblingsspiel.
wie einst ein großer Mann sagte namens Hanno Blatt, man kann keinen Raid drin starten. Das Intro ist ewig lang. Ja gut, Intro ist... Ich krieg die Krise. Wurde ich gerade von Melinda... Und jetzt verpisst sie sich auch noch, weil sie Angst hat. Ich wollte da gerade hingehen. Aber der Typ sieht auch cool aus. Ja, Moment, das Ding. Und wenn es lädt, muss ich jetzt kurz Karten aufheben gehen. Deswegen, Leute, und alle, die wissen, was eine Anaconda ist, wenn ihr Anaconda noch nicht so gut könnt, dann macht sie lieber ein bisschen tiefer noch und fangt nicht direkt komplett hoch an. Ich hab sie schon ein paar Mal so hinbekommen, ja? Ich hab's bloß gerade. Das kommt auch noch hoch, das Kackviech. Das super süße, niedliche, tolle Pokémon, was auf jeden Fall jeder mag. Boah, das war aber schwer, du. Junge, ich stehe sogar auf einer Karte drauf. Oh nein, das ist auch noch ein Ass. Warum will ich auf meiner Tastatur tippen, wenn ich gerade auf meiner Switch spiele? Junge, heute ist absolut nicht mein Tag. Ich merk's schon. Ich meine, ich wurde von Melinda besiegt. Das. Ja. Shit's on fire. Reicht tatsächlich nicht. Egal, dann spiele ich einfach. Ja, ich werde zum Monte, wenn ich so weitermache mit den Versprechern. Machen wir jetzt einfach diesen Story-Modus weiter. Strich. Wir spielen einfach Spirits. Und das sieht. Aus welchem Spiel ist dieses Viech? Das würde mich mal gerne interessieren. Aber es sind 3-Star-Spirits. Why not? Nein, jetzt muss man die Karten richtig umdrehen. Ach, Junge. Einfach keine Kartentricks machen. Viel zu aufwendig. Es sei denn, man ist nicht zu dumm dafür. Hey, nein. Ey, ich hasse Pummelhof. Die singen jetzt aber nicht die ganze Zeit, oder? Die spammen jetzt nicht die ganze Zeit Gesang. Also im Prinzip ist mir egal, aber wenn ich halt die ganze Zeit zu dumm bin, um reinrennen. Komm her. Meist so. Reicht natürlich nicht. Komm. Danke. Lernjuwelen. Stimmt, da mache ich einfach mit dem Achievement weiter und spiele mir jetzt endlich den kompletten Lernbaum voll. Er ist eh mit das chilligste Ding und da ich hier eh weiterspielen wollte. Ja, ich soll gleich so machen. Und Wickler. Was war das damals, das Wickler-Karussell? Ich weiß nicht mehr. Er hat doch zu lange keine Videos mehr hochgeladen. Ein halber Mr. Coolian. Junger Vater, das war mit das schwerste Battle, was ich je bestritten habe, Alter. Helfer-Trophäe, schwarzer Ritter. Die sieht aber hart geil aus. Aha, Truhe. Loot. Geisterpunkte. Davon habe ich ja richtig viele. Okay, wie komme ich denn da bitte an den Charakter ran? Habe ich ja Nein. Ja gut, ist egal. Eisklein, was? Gott, die werde ich doch jetzt wohl noch fertig machen, oder? Die braucht man doch auch für irgendwas zum Interagieren, aber ich habe das eh schon durchgespielt, ich habe die doch eh schon. Aua. Oh nee, keine schwache Schwerkraft, bitte nicht. Geschenk. Den gebe ich dir gern noch mit. Ich kann auch den zweiten einfach...
vielleicht auch mal treffen und dann weiterreden. Schmeiß die Kakuma weg. Das war erstaunlich einfach. Tatsächlich, das ist ein 3-Star-Spirit. Ja, aber warum war das so erstaunlich einfach? Okay, so kommt man zu dem Charakter. Charakter. Von Zelda. Gehen wir im Kampf mit freien Kämpfer. Ja, hatte ich vor. Habe ich jetzt wieder Turbo-Sprint? So eine Mars-Rule oder was los? Schwerster Kampf in meinem Leben. Ich wünschte, jeder Kampf wird so ablaufen. Dann könnte ich so richtig schön flexen. Sagen, ich bin krass in dem Spiel. Und dann verliere ich gegen den Two-Star-Spirit. Zweimal. Weil ich zu dumm bin. Der Moment, wenn man Luft holt und sich dann seinen eigenen Spucke verschluckt. Ja, Vater, ey. Aber gut, das kann ja mal passieren. Ja. Normalerweise bin ich ja der Pro in dem Game. Da sieht man zum Beispiel hier ganz gut. Jetzt nehme ich einfach drei mit. Hab schon einen weg. Der wird zwar überleben. Ich kann den jetzt aber schon mal vordamagen. Dann ihn holen, ihn vordamagen. Das gleiche mache ich dann einfach genau mit der Attacke, weil die relativ gut ist. Wenn einer in der Etage drüber steht, kann ich hier mein Limit nicht benutzen. Das muss nämlich noch davor aufladen. Wenn ich es überhaupt machen muss, weil jetzt muss ich hier erstmal wieder gucken, dass er überhaupt mal vor mir steht, damit ich das gescheit benutzen kann. Ja. Kommst du bitte in der Etage weiter runter? Danke. Ja, und dann so einfach geht es. Das war mein Tutorial, wie ihr kleine nervige Affen loswerdet. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch erkläre, wie man die Bewohnerin los wird. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial, wie man eine Bewohnerin los wird. Das geht. Warte mal, ist das ein. Habe ich es gerade richtig gesehen? Die leitet was? Na egal. Ihr fangt erstmal ganz mal an. Stecht ihr mal ein Schwert von oben in den Kopf rein. Da die Bewohner meistens zu schwach ist, hat sie meistens einen Support. Jetzt macht ihr aber erstmal die Quick nach unten, um sie rauszuhauen. Jetzt der Tod da. Den werft ihr erstmal ab. Holt euch mal ein Schild für hinten. Aber Items braucht. Ich bin so dumm, ich bin in meine eigene Mine reingelaufen. Items brauche ich für den eigentlich nicht. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Ihr fangt jetzt einfach mal. Könnt ihr mich eigentlich mal in Ruhe erklären lassen? Fangt erstmal mit so einem Stich an, der natürlich daneben gehen soll. Dann geht ihr nach unten. Jetzt dodgt ihr genau dem. Macht den zum Antäuschen. Dann kommt der Sprintangriff, um ihn erstmal wegzuschlagen. Dann der Schlag nach oben. Der Schnellschlag natürlich macht natürlich etwas mehr Schaden. Wieder ein Dodge, dann nochmal den Schnellschlag und dann ist auch der Mii-Boxer ein kleiner, hässlicher, nichtsnutziger, rausgesmashter Mii-Boxer. Freut mich, dass ich euch weiterhelfen kann im Leben. Oh, Ninja Tom, das wollte ich damals unbedingt haben, weil es dieses eine dumme Pokémon ist, was nur ein HP hat. Nur bis Sieg werden kann man eine sehr effektive Attacke draufhaus. Dann habe ich herausgefunden, dass es eigentlich voll anfällig gegen so ein paar Sachen ist und dann gar nicht mehr so gut ist. Ja, aber egal. Mr. Game & Watch ist unser nächster Gegner. Da macht ihr jetzt folgendermaßen. Erstmal, so ein paar Schwert. Warum hat der nur. Oh, unverwundbar Phase. Schwertstrahl. Junge! Einfach die ganze Zeit Schwertstrahl spam. Hallo! Genau, ihr spammt einfach die ganze Zeit einen Schlag nach oben, wartet bis die Unverwundbarkeitsphase vorbei ist, bringt ihn dann so um. Ah ja. Das gleiche kann man natürlich auch mit dem Schwertstrahl machen, der ist nämlich ganz gut, wenn er einfach weit weg ist, kann man auch relativ schnell hintereinander spammen. Wenn ihr natürlich
sowas. Wollte ich meinen Spirits muss, da muss man eh nicht mit Skill spielen. Das ist ein Fakt. Ich weiß es, ich habe nämlich schon mal durchgespielt. Deswegen bin ich auch vorhin gestorben. Ja, ich nehme es ja alles nicht so ernst. Ich kriegte Flashbacks zum letzten Stream. Junge, der hat mich so abgefuckt. Ist mir aber egal, ich habe es am Ende geschafft. Apropos, wir haben jetzt hier Bewohner plus Netz. Ihr habt das erst schon gesehen. Jetzt wird es halt neblig. Bei Nebel immer vor allem bei solchen Saves einfach den Schwertstrahl reinschallern lassen. Das war jetzt noch mit Limit kombiniert. Wenn ihr seht, kommt über euch einfach den Schlag nach oben. Aufladen. Easy. Kämpfe gehen mit dem Superblatt. Halte zum Gleiten den Knopf gedrückt. Superblatt sagt mir gar nichts. Bei Superblatt muss ich sofort ans Dekoblatt aus Wind Waker denken. Was? The Legend of Zelda, The Wind Waker. Tut mir äußerst leid. Also komme ich hier hin. Okay, das können wir als nächstes machen. Mellow. Interessanter Name. Okay, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Tutorial. Alter, ist Paper Mario, ne? Wie besiege ich Pummelhoff? Ihr fangt erstmal mit einem Stich von oben an. Dort stand zur Seite, ladet das hier einmal brav auf und dann easy. Ja? Ich warte im Übrigen schon auf den ersten Kampf, den ich verliere, mit dem Tutorial gelabert. Das wird richtig toll. Und bestimmt richtig peinlich. Okay, aber jetzt erstmal gönn mir die Truhe. Bitte was Gutes. Ah ne, gut, das war da. War es nicht einzeln. Doch, das war so ein Ultra-Biest aus Sonne und Mond, ne? Diesen Anego? Kraftwerk. Darf ich fragen, was das ist? Ah, okay. Okay, nee, kleinen Spaß. Ich weiß ja, wie das funktioniert, weil ich habe mir alles gemerkt. Und. Scheiß drauf. Und weiß deswegen auch beim zweiten Mal durchspielen immer noch alles ganz genau, weiß ganz genau, wo ich was brauche. Ich muss eh nicht wissen, weil ich jeden Special Spirit schon habe eigentlich. Aber ich habe es nicht auf 100... Bro! Ich wollte nur nochmal neu starten, damit ich auch das Tutorial machen kann. Weil ich habe leider gerade schon angefangen und ich will ja auch gescheit erklären können. So, also. Wir haben hier als Gegner... einmal Dr. Mario und Mega Man. Wir fangen folgendermaßen an. Wir gehen erstmal auf die obere Plattform. Mega Man kriegt dann erstmal so ein Down-Ding ab. Der hittet uns jetzt, ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt kommt nämlich der Abschlag. Der macht dann schon mal etwas Schaden. Dann kommt die paar Treffer. Die müsst ihr euch hier halt gefallen lassen. Jetzt kommt wieder ein Abschlag. Das Problem bei dem Modus, kein Knockback. Dann, wie gerade gesehen, der Stich von oben. Das könnt ihr nochmal wiederholen, um ihn hochzulocken. Dodgt ihm dann hier. Rennt trotzdem rein. Ganz wichtig, reinrennen, damit er euch damaget. Er muss schließlich ein bisschen offensiver werden. Und ich verkacke hier gerade ganz schön. Einmal den Stich. Ich soll vielleicht mal richtig spielen. Dann das hier. Dann euer Limit. Dann ist nämlich Mega Man schon draußen. Und jetzt könnt ihr euch ganz um den Doktor kümmern. Ihr haut ihm erstmal ein paar Schwertstrahlen rein. Sache ist, es ist ein Doktor. Ja, was will der schon machen? Ihr fangt mit dem Schlag an. Er wird natürlich dodgen. Dann. Holy fuck. Macht ihr erstmal weiter. Dann geht ihr hin. Haut ihm Schlag nach oben. Dann macht ihr das hier. Und jetzt seht ihr. Der Ultra Smash ist voll. Das heißt. Onion Schlag. Ihr verprügelt ihn halt schön. Senkt dann ordentlich seine KP. Jetzt seid ihr nämlich schon wieder in Führung. Und habt den Ultra Smash nochmal ready. Das heißt, ihr chargt nochmal rein, verprügelt ihn nochmal mit dem Ultra Smash. Warum zum Geist mit Ultra Smash zweimal hintereinander voll? Jetzt hat er nochmal ordentlich Schaden bekommen, ja? Jetzt macht ihr einen Sprintangriff. Leider halt ohne Erfolg. Jetzt könnt ihr aber einen Sprintangriff nochmal machen, nachdem ihr logischerweise zuerst mit dem Schwertstrahl angesetzt habt. Und dann ist es easy. Junge, ich sollte eigentlich so professionelle Joke-Tutorials machen. Das wäre schon ein bisschen hartwitzig. Ja, wie gesagt, da ist kein Problem. Ich das auch wegnehmen. Geht doch hier zu.
Lol. Okay. Ich schätze mal, soll das später hier runter und der Fighter ist, den bekommt man ganz am Ende. Okay. Wo können wir denn jetzt lang? Wir können hier lang, wir können hier lang. Ich könnte schon mal hier aufmachen. Ich könnte da aufmachen. Dann hole ich mir jetzt erstmal da die Truhe. Ach, Entschuldigung. 20 Lernjuwelen. Okay, hier haben wir noch ein einzelnes Spirit. Das wird irgendein Special Spirit sein, schätze ich mal. Können wir uns aber auch später holen. Ich will jetzt erstmal den Spirit da haben. Seid euch mir damit so. Ui, Victini. Ja, Foster Spirit. Da braucht man dann natürlich meine professionellen Tutorials. Und warum habe ich 5 Power weniger als er? Egal, ich bin im Vorteil. Okay, die hast du vor. LOL. Egal, fangen wir an. Oh, meine Finger knallen. Oh. So, Fuecro. Scheint der einzige Gegner zu sein. Fuecro muss man natürlich aufpassen. Ihr fangt wie immer an mit 2-mal Schwertstrahl. Jetzt hat er leider schon sein Ultra Smash voll. Das heißt, extremst aufpassen. Das hier ist dann der Vorführeffekt, was passiert, wenn ihr nicht aufpasst. Ihr seht nämlich, wir sind jetzt nämlich schon tot. Das heißt, auf jeden Fall, wenn ihr einen Ultra Smash voll hat, gut aufpassen, okay? Alles klar. Dann, wir remembern die ersten 2 Schritte, beziehungsweise erstmal den ersten Schritt. Die Schwertstrelle. Dann den Schlag nach oben, den eigentlich hätte treffen müssen. Hier seht ihr, was passiert, wenn sie ihn nicht trifft. Nicht wirklich viel. So. Jetzt kommt erstmal ein Stich. Dann der Schlag. Dann ein Schlag seitwärts. Also natürlich alles Quick Attacks. Quick Attacks sind halt einfach sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, bei Cloud. Dann der Stich. Dann, wichtig, normale Schläge. Sprintangriff, der durch ihn durchgeht. Er soll ja schließlich herkommen. Ein Schwertstrahl. Dann noch ein Sprintangriff, der ihn dann aber treffen sollte. Dann den Schlag nach oben. Noch einen Schlag nach oben, damit ihr ihn dann diesmal auch trefft. Und dann Limit. Haut ihn weg. Ich dachte, das ist eigentlich verstirbt. Noch einen Schlag nach oben. Das gleiche hier. Dann nochmal den hier. Schlag nach oben. Ihr wollt ihn ja schließlich herlocken. Ihr wollt, dass er kommt. Einmal Schild. Schlag nach oben. Dodge. Stich. Und dann eine Quick Attack nach unten. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, endet ihr genauso mit einer. Mit einem Gewinn. Mit einer gewonnenen Schlacht. Aber Victini habe ich jetzt auch 2-mal. Das hatte ich mich, glaube ich, damals immer mit drin, weil es relativ gut war. Aber ich fand die Pyro-Mythra-Kombination. Und Pyro war mein erster Ding. Forster Spirit. Der in einem Shop drin war. Deswegen will ich den nicht wegmachen. Okay. Die Denne. Let's go, der Hase. Ich sollte aber auch easy gehen. Ihr fangt erstmal mit 2 Schwertstrahlen an. Dann der Schlag nach oben und das reicht schon völlig. Pichu ist ja nicht so krass. Und damit haben wir die Denne bekommen. War auf jeden Fall richtig schwerer Kampf. Okay, dann machen wir jetzt das nächste Elektroviech. Dann holt ihr euch zuerst das Elektroviech ab. Geht zur Süßi. Beziehungsweise, nein, das ist liegen, lol. Dann geht ihr zuerst zu... Ah, Electman. Den braucht man für irgendeine Fusion. Also ich brauche ihn noch für irgendeine Fusion, habe ich gesehen. Dann geht ihr zu Electman. Den habe ich bestimmt schon mal irgendwo verballert. Und jetzt macht ihr voll... Oh, nee, schon wieder Elektroboden. Ihr fangt mit einem Schwertstrahl an, dann der Schlag nach oben. Geil. Schlag nach oben. Dodge. Noch ein Schlag nach oben. Noch ein Schlag nach oben. Jetzt ein Sprintangriff. Schwertstrahl. Schlag nach oben. Doppelsprung. Ein Stich. Schlag nach oben. Warten. Noch ein Schlag nach oben. Und das war's auch schon. Ihr seht, kein Problem. Oh. Tutorial Master am Start. Also Pikachu ist für uns kein Problem. Das Wrestle Pikachu sieht auch einfach richtig witzig aus.
Ha! Melinda und Meta Knight, das ist natürlich eine sehr gefährliche Kombination. Das sind alle. Melinda ist das. Seht euch diese roten Augen an. Die würde einen umbringen. Wenn ihr die irgendwann seht, rennt. Wie immer, schwerster Anfang. Dann Sprintangriff. Noch ein Sprintangriff. Quick Attack nach oben. Dann die normalen Schläge. Lasst euch von Melinda greifen, damit ihr einen Stich machen könnt. Dann Schlag nach oben. Sprintangriff zur Seite. Noch ein Schlag nach oben, damit Melinda raus ist. Jetzt habt ihr euer Limit voll, was nichts bringt, das ist aber egal. Dann lasst ihr euch von der Attack treffen, damit ihr ein bisschen gedamaged seid. Springt aber direkt wieder zurück zur Stage, springt nach oben, macht einen Stich. Jetzt blockt ihr kurz, dodged, macht noch einen Stich, quick zur Seite. Kann der jetzt mal hochkommen, danke. Noch einen Stich. Hey, warum hat der denn so viel Schaden? Dann wartet ihr, bis er den Bumerang holt. Müsst natürlich nah genug rangehen, nicht so wie ich. Jetzt hat es seinen Wirbel gemacht, dann stecht ihr nochmal nach unten und er ist tot. Das Battle hat länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, ich würde schnell hinbekommen. So, einmal. Dann die Truhe aufmachen. Auto. Also ein Auto sieht anders aus, meiner Meinung nach, aber... Ja, jedem das seine. Okay, das müssen wir da lassen. Halt, da geht's runter. Oh, der ist doch aus Star Fox, ne? Oder Star Frosch. Star Frog. Das wäre eine echt interessante Serie. Okay, Guajutsu bin ich natürlich auch ein absoluter Vollprofi. Und Fox natürlich auch. Fox Only Final Destination. Ihr wisst Bescheid. So, zuerst dodgen und ein Quick Attack zur Seite. Schlag nach oben. Schlag nach oben. Noch ein Schlag. Jetzt dodgt ihr. Springt nach oben. Stecht ihn ab. Jetzt chargt es ihr voll. Entladet. Sprintangriff. Zur Seite dodgen. Und ihm mit einer Quick Attack nach oben raus. So. Jetzt. Erstmal ein Schwertstrahl. Noch ein Schwertstrahl. Dann. Ein Quick Attack zur Seite und dann mit dem Limit ihn treffen. Easy, lol. 0%. Ich bin der Profi im Spiel. Nichts. Das letzte Scheibe bitte raus. Stimmt, ist ein Livestream. Oh nein. Kann mal. So, Wissensbaum könnte ich jetzt weitermachen, aber ich würde kurz zu Aktivitäten gehen und mir hier meine ganzen Spirits abholen. Das sind jetzt nämlich ja, alle Level 99, sehr schön. So, ich bin nämlich gerade dabei, sämtliche Spirits, die ich habe, die man entwickeln kann ab Stufe 99. Groudon hab ich schon. Ja, ich will, dass Groudon aufhört. Weil ich habe schon Proto-Groudon. Ist aber leider nur ein 3-Star, aber ich feiere Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Ich mag aber auch das Design von beiden in der Originalform und in der Proto-Form. Sieht es halt dann auch nochmal richtig sick aus. Ja, halt. Irgendwie kommt man da gerade... Uwu. Ah, nice, aber der wird dann wahrscheinlich ein 4-Star. Okay, eigentlich nicht. Nach... Ah. Evolvierbar sortieren. Das sind aber ganz schön viele. Oh, Vampirlord. Der ist evolviert. Lol. Okay, und wen will ich noch evolvieren? Naked Snake. Wir nehmen Isaac. Wenn er 3 Slots hat, dann könnte er ganz gut sein. Dann würde ich aber noch gerne dahin entlassen. Definitiv, da will ich hin. Hin, dann bester Level und dann, Alter, evolvieren. Ja, das sieht fucking sick aus. Hat auch 3 Plätze. Notfallangriffe hoch, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer war das denn bitte? Der ist aus seinem Fancy Safe. Nicht aus seinem... aus, wie heißt, Fire Emblem.
Der sieht so aus wie ein Fire Emblem. Dann Giratina, Urform müsste es sein, ne? Ja, ich glaube, sie ist Urform. Wenigstens einmal hatte ich recht. Be proud of me. Was? Dang it. Warum sieht die auf einmal so aus? Ist auf einmal legendär? Uwo, die sieht auch noch cool aus. Das ist schlimm. Und jetzt normaler Mario. Und das ist ein legendärer. Jo, wahrscheinlich. Okay, wen interessiert's? Okay, nice. Wissensbaum wollte ich noch gucken. Wie viel habe ich denn? 171, sehr geil. Dann kann ich das hier einmal machen. Mir fehlen nur noch zwei. Das ist halt auch so. Hä? Extra Sprung in die Luft und... Ja komm, ist egal. Holen wir uns das zuerst. Und jetzt fehlen uns noch 79. Junge, 79. Meine Fresse. 89. Junge. Definitiv. 100 minus 11 ist 79. Du hast es verstanden, Mann. Ich trigger mich gerade selbst ein bisschen. Okay, nice. So, jetzt gehen wir kurz noch hier lang, damit wir uns den Spirit da hinten holen können. Jetzt mal rein. Und renn eventuell nicht weg. Was bist du denn bitte? Also beziehungsweise nicht was bist du, sondern aus welchem Spiel bist du? Bestimmt ein Pokémon, das ist ein Welser. Ich glaube, das hieß sogar Welser. Schockierend. Ah, belastend. Hier ist der komplette Boden. Ein Elektroboden. Ja, da muss ich von oben arbeiten. Funktioniert sogar erstaunlich gut. Ich sag's dir, ich gewinne das Battle so easy, ja? Junge, halt doch einfach mal die Klappe. Als ob der mich dann auch noch trifft. Cloud, mach doch was. Oh Junge, ich bin so tot. Ja, das war vorhersehbar. Autsch. Ja, dann gehe ich kurz Gruppe ändern mit ganzem Elektroboden. Da solltet ihr dann eventuell andere Sachen vorziehen. Ich klinge so gebildet. Keine Ahnung, die habe ich nur einmal. So, jetzt kommt das Riesen-Elektro-Pikachu. Ganz normal, Schwertstrahl. Dann lasst ihr euch treffen. Dodgt erstmal kurz. Lasst euch grammen, damit ihr oben seid. Dann kommt der Stich. Die Sprintattacke. Der Schwertstrahl. Schlag von oben. Sprintattacke. Dann euer Sig nach oben. Dann Sprintangriff. Quick Attack Seite. Limit. Limit aufladen, Leute. Limit aufladen. Limit aufladen. Dann springt ihr. Stecht ihn von oben ab. Und schlagt ihn. Dann noch ein Sprintangriff und irgendwas Hässliches klebt an eurem Bildschirm. Und alle spätestens jetzt werde ich zu Tode gehatet. Pikachu ist so. Puh, wenn du Pikachu frontest, dann. Da brennt die Hütte, ich kann nicht pfeifen. Dann brennt die. Ich musste das machen. Interessant. War das das Ziel von dem Ding oder was? Ah, cool. Da hinten auch. Ja, geil. Da und da unten. Unten, unten. Ja, perfekt. Da wusste ich nämlich nicht mehr, wie man die Tore aufmacht. Jetzt weiß ich es wieder. Einfach in Kraftwerk reingehen. Okay, einmal dich wieder einsammeln. Dich wieder einsammeln. Habe ich denn hier oben alles? Ja. Wir wollen ja schließlich auch am Ende des Achievements haben, hier einen Kampf gemacht. Ah.
Dann nehme ich das mit. Brauche ja gar nicht. Das dahin. Ja, da kann ich. Und dann kann ich mir noch da oben den Charakter holen. Pichu. Ist auf jeden Fall ein krasser Charakter. Sollte man nicht unterschätzen. Ist bestimmt nicht absolut useless. Super krasser Charakter. Und ich zeige jetzt, wie man gegen ihn gewinnt. Ganz normal Schwertstrahl. Dann Quick Attack zur Seite. Schwertstrahl, Schlag nach oben. Schild, Schwertstrahl. Sprung, Stich. Schlag nach oben. Und Pichu ist besiegt. Junger Vater, war das ein schwerer Kampf. Ich schwitze gerade vor lauter Anstrengung. Ich merke gerade, dass mein Fenster offen ist. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen cringe ist, aber nobody cares. Schnipsen geht aber. So, dann habe ich hier alles. Ja, es ging schnell. Sind ja nur bei 45 Minuten. 46 Minuten Stream. Hust, hust. Ich mag aber auch keiner. Kann es sein. Ich hab bloß gesehen, wir haben irgendeine Mal Bildschirmkopf stand. Dich brauche ich ja nicht mehr, nämlich Mithra mit. Was könnte die eigentlich? Ich mach die Mund gegen Gift. Warum auch immer. Mach die Mund gegen Feuerwehr. Macht einige Maßen sind mehr verkannt. Spezialtechniken. Aha. Ja, geil, können wir so lassen. Bildschirmkopfstand werde ich hier wohl hoffentlich noch irgendwie hinbekommen. Und mit hoffentlich irgendwie hinbekommen meine ich, ich werde sowas in dermaßen verkacken. Das gute Hase. Ach stimmt, wir brauchen ja das Young Link Tutorial. Also, Dodge, dann Quick Attack von der Seite. Dann Schlag nach oben und Young Link ist durch. Mache ich eine Sache, Leute. Hey, Kinder verprügeln ist nicht cool. Der Typ hat einen kompletten Mond aufgehalten, ja. Ja, ist mal so eine Maske aufsetzt. Dann ist er ja tot. Also lieber Respekt haben. Ganz nett sein. So hinsetzen. Kinderschokolade anbieten. Dann Kakao. Anders bei da rein. Und da gibt's ein Tutorial jetzt dazu. Erstmal Dodge. Dann warten, Schlag. Nein, nein, nein. Dann geht ihr nach unten und macht dann eine Quick Attack nach unten. Lasst euch dann kurz an dem Feuer treffen. Springt nach oben. Stecht dann Ike ab. Schlagt darin mit einer Quick oben raus. Das gleiche macht ihr dann noch mit Ike. Und so vielleicht. Nein, ich wollte mein Limit hinterher schmeißen. Was macht der? Leicht stärkere Magie für Zelda, Darin, etc. Okay. Okay, wie komme ich denn zu der Kiste? Ich würde sagen, wir machen es erstmal das da und jetzt. Da ich vorhin bei Waluigi noch rumgeheult habe und kein Luigi-Tutorial gemacht habe, gibt es jetzt das Luigi-Tutorial vom Profi. Wie immer, Schwertstrahl ist the best beginning. Zweiten Schwertstrahl, Schlag von oben. Dodgen, Schlag nach oben. Dann euren Sig nach oben. Also Spezialtechnik. Noch ein Schlag nach oben. Seht, wo das kommen ist. Macht euer Special nach oben. Springt. Dann der Stich nach unten. Ich habe ihn sogar instant getroffen. Dann trefft ihr ihn. Und smasht ihn damit easy raus. Ihr sprecht hier mit einem Pro-Gamer. Lasst mir halt meine Träume. Meine Güte. Oh, und so kommt man zwei Truhen gleich. Ja, Snacks und Lernjuwelen. So, okay. Hier geht's da lang. Und ah, da geht's bestimmt. Okay. Picknapper. Ach so. Pikmin Kidnap. Oh Gott. Zu wenig Schlaf.
Und jetzt kommt das ultimative Pick, Pit, Schnetzel Tutorial. Erstmal Schlag nach oben, Schlag nach oben. Aufgeladener Schlag nach oben, Schlag nach oben, Schlag nach oben, Schlag nach oben, Schlag zur Seite, Schlag nach oben, Schlag nach oben, Schlag nach links. Und das war's auch schon. Wie so eine Spammer-Scheiße kann jeder. Junge, ich mach damit professionell mein Geld. Wenn du mit mir Stress anfangen willst, melde dich. 1 gegen 1. 12 Uhr. Spielplätze sind ja gesperrt. 1 gegen 1, aber ohne Petzen. 12 Uhr, Parkplatz. So, auch hier. Mi, Schwertstrahl, Schwertstrahl. Dann kommt der Schlag nach oben. Noch ein Schlag, noch ein Schlag, noch ein Schlag. 4 Mal dazu insgesamt. Dann grabt ihr hier die Kante, springt erstmal hoch. Stecht Kirby ab mit einer Schnellattack nach unten. Dann dodgt ihr, quick nach oben. Limit. Trefft sie erst mit dem Downschlag. Dann... Cloud, macht nicht diesen! Macht ihr genau das? Schlag nach oben. Stich. Ich komme gerade so gar nicht hinterher. Dodgt. Alter, du sollst jetzt... Schlitzer, Schlitzer. Dann die Quick nach oben. Sprintangriff zur Seite. Und so easy gewinnt ihr gegen Foster's Build. Das war wirklich erstaunlich einfach, vor allem für ein Foster's Build. Ja gut, ich musste auch gegen Mi als Hauptgegner kämpfen. Aber ich sehe jetzt gerade in der Wiederholung, ich habe keinen Plan, wie ich das an der Edge überlebt habe. Ich war mir so sicher, dass der sowas noch reinscheißt. Dixie. So, man kann es sein, dass man manche Sachen erst bekommt, wenn man das dann noch ein zweites Mal durchspielt. Xerneas. Ich schätze mal, der Haken steht für hab ich, aber ich hab Xerneas? Also ich meine, meine erste Pokémon-Edition war Pokémon X und Y und ich habe Y gespielt. Ich feiere Yveltal über alles. Und die Y-Mega-Entwicklung, also nicht über alles, aber Yveltal ist schon freaking cool. Und die Y-Mega-Entwicklung ist halt auch einfach cooler von Mewtwo. Aber da gab es ja auch dann die Mega-Entwicklung frisch, Mega-Lucario, richtig geile Dinge. Ja, unser besiegt man im Übrigen ein Lucario. Jeder, der da nicht mitkommt, ich habe jetzt halt mal nicht meine Spezialfachwörter benutzt, aber... Ja, die Kämpfe sind ja auch nicht so schwer. Okay, that's freaking nice. Okay, ich könnte jetzt entweder da weitergehen. Ich könnte nach da gehen. Klar. Hier durch die Röhre. Ich habe tatsächlich schon relativ viel geklärt. Lol. Also das ist relativ viel. Eigentlich, es ist in Ordnung. Okay. Ich könnte... Ich komm mit da bitte. Ah, von hier, okay. Hier weiter. Hier gibt es noch eine Truhe. Da könnte ich runter... Hier ist noch eine Aktivität. Und da ist ein Kämpfer. An den kommt man, glaube ich, nur aus den Bergen ran. Schalte ich erstmal das neue Gebiet frei, damit ich weiß, was für ein Gebiet ist. Ja, professioneller Planer. Wer braucht schon machen, wenn man auch planen kann? Ja, wir müssen den Stream in die Länge ziehen. Ich muss Wärmung schalten. Kann ich nicht mal, aber... Werde ich wahrscheinlich irgendwie machen können. Oder allgemein machen. Ja, Melinda, ein Dorfbewohner. Ach, der ist unsichtbar. Das raff ich erst jetzt. Genau deswegen benutzt man sein Schild, wenn man unsichtbar ist. Hatten wir das Unsichtbar-Bewohner toll schon? Nein, weil wir noch nie gegen Unsichtbar gespielt haben. Aber das hatten wir bestimmt schon. Da braucht ihr ja keine Hilfe. Arg viel anders. Das sehe ich nicht.
Ja, der Typ ist sowas und dermaßen nervig. Fuck, er ist hinter mir. Oder über mir. So viel zum Kinderverprügeln. Vertreibt Nebel auf der Stage. Nebel ist, solange es kein richtig krasser Forster-Dinger ist, der dir auf den Nerv geht, weil das halt einigermaßen okay kämpfende CPUs sind. Oder so, lol. Wo komme ich denn jetzt hin, bitte? Es gibt Rayman als Spirit. Okay, ein Ausdauerkampf. Sonic! Okay, Leute. Schwertstrahl. Standard-Beginner. Und das meine ich ernst. Dann. Aua. Stich. Schlitzer. Stich. Schlitzer. Stich. Hinterher springen. Quick zur Seite. Dodgen. Quick zur Seite. Helfer-Trophäe ist dann down. Ein Glück habe ich Pyro, meine Güte. Schlag nach oben. Dann Limit entladen. Verfehlen, um vorzutäuschen. Stich. Schlitzer, Double Schlitzer, Sprintangriff, dodgen, dann den, Sprintangriff und nach oben schlagen. Und das nach unten fallen dient lediglich dem Weird Flex, bevor jemand fragt. Das Höhlenabenteuer, der Fuck. Ah, da ist noch so ein Schalter. Orientierung bitte. Achso, ich denke mir schon die ganze Zeit, warum kann ich jetzt machen? Was? Jetzt bei den Feuerball wohin? Okay, cool. Ich sehe gerade bloß einen Haufen zum Interagieren auch da oben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gleich nach oben gehen. Darf ich jetzt wieder? Danke. Okay, hier könnte ich mir instant einen Charakter noch holen. Da gibt es schon viele Skill-Dinger. Das ist auch easy. Und hier ist schon der grüne Knopf. Da komme ich super easy ran. Und das ist dann an der Mauer. Okay, dann fange ich mal mit dem Charakter an. Was zur verdammten Hölle ist das denn bitte für ein dämonbesessenes Vieh, bitte? Und ich versuche mir noch freundlich auszudrücken. Schneckenlaufe, das ist ja noch nett ausgedrückt. Also Leute, Sprintangriff, Schlag nach oben, zweiter Schlag nach oben, ausrichten und ein dritter Schlag nach oben, weil... Junge, das ist Stufe 3. Macht immun gegen Klebeböden. Okay. Mit den neuen Sneaker. ApoRed war stolz auf die Spinne. Ganz im Ernst, das Witzige bei dem Spiel ist, die Stufe 3 Bots, die sind halt... Ja. Speziell. Du kannst hier... Also wenn du gegen Stufe 9er Bots spamst... Zumindest bei mir hat das bis jetzt noch nie funktioniert. Ich bekomme meistens eher einen... Oh, da hätten wir sogar einen Kleboden. Ja, ich schätze. Also, mega krasse Mega-Man-Tutorial. Oh, um Gottes Willen, war das schlecht. Das mega krasse Mega-Man-Tutorial habt ihr schon bekommen. Das heißt, da muss ich ja nichts weiter erklären. So, okay, Donkey Kong. D.K. Donkey Kong is the king of the jungle. No, no. Dieser uralte Donkey Kong Rap aus Donkey Kong 64. Also, ihr fangt ab, Schwertstrahl. Wir hatten den Donkey Kong noch nicht. Zwei Schwertstrahl, dritter Schwertstrahl, der trifft ihn dann mit einem Sprint hin. Ihn schlagen, kurz runterfallen, euch natürlich saven und grabben, dann. Rennt ihr ein bisschen mit rum. Fakt,
Ihr stecht einmal auf ihn ein, stecht ein zweites Mal auf ihn ein. Sprintangriff. Dann dodgt ihr, macht den Schlag nach oben, dodgt nochmal, dann die Quick Attack zur Seite und dann habt ihr Donkey Kong besiegt. Funktioniert immer zu 100% genauso. Könnte bloß sein, dass die Prozentzahlen so dezent anders sind, wenn ihr das in einem normalen Spiel funktioniert, nicht probiert, nein, funktioniert. Alter Schwede, Mann. Ich wusste doch, die braucht mir für irgendwas, das waren die Brückenbauer. Da haben wir noch ein Dojo. Leute, das wird jetzt witzig. Macht immun gegen Gift. Helferschreck, sorry. Was machst du? Verkürzt, Smash, Aufladezeit, okay. Ich glaube, das wird jetzt richtig, richtig ätzend. Allein schon der Gedanke, dass er mehr Angriff hat als ich, macht mich so ein bisschen fertig. Ich will nicht. Okay, let's go. Wir probieren The Boss. Ich glaube, zur Zeit im letzten Stream. Ich glaube, dass danach der Stream vorbei ist, weil es wieder so ein Abfuck-Forster wird. Beziehungsweise, ich wollte ja dann noch einen Stream was machen. Also, beim letzten Mal. Zack. Oh nein, das ist ein KP-Battle. Um Gottes Willen. Oh, dodge doch. Das heißt, es geht nicht ums Raussmashen. Das macht es nur noch schlimmer. Okay. Geht. Nein. Ja, ich das First Try dann aber anders heftig. Aber nicht mit solchen dummen Fehlern. Oh, genau solche Fehler kann ich gebrauchen, Mann. Das wollte ich auch nicht machen. Das wollte ich dafür machen, aber nicht zweimal, du Lappen. Jetzt das. Jo, du sollst deinen Sprintangriff machen. Anders. Muss mal aufhören, die ganze Zeit vor mir wegzurennen, bitte. Das wird dezent nerven. Geht? Geht? Oh ne, mach doch nicht diesen. Aua. Oh mein Gott. Ja, komm runter. Das wär's gewesen. Ich dachte gerade, die hat die direkt wieder ready. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Ja, das war ja erbärmlichst einfach. Ich habe gerade erst gesehen, da gab es ja auch noch ein tolles Zeitlimit. Aber selbst in dem, hä, what the fuck? Das war erbärmlich einfach. Ne, mit erbärmlich meine ich wirklich. Das war ja langweilig. Bitte was? Dreimal, viermal und viermal. Ach du Heilige. Okay. Kriegen wir hin. Ja, wie wird man solche Minigegner wohl besiegen? Und ich habe vergessen, meinen Spirits umzustellen. Könntest du bitte mal da durch den kleinen Spalt? Ja, 10 KP, die sind aber anders heftig. Genau so macht man das. Aua. Putsch. Nach unten! Danke. Jetzt nach oben. Und dann geht. So. Das wäre jetzt ein richtig Witz gewesen. Hätte ich den rechtzeitig gemacht, er wäre gedodged und ich wäre aus der Stage rausgeflogen. Also hätte ich das gegen letzten versucht zu benutzen. Und er wäre gesprungen und ich wäre aus der Stage rausgeflogen. Das wäre so richtig witzig gewesen. Das war das Wort, was mir gefehlt hat. Gewesen. So, dann holen wir uns schnell die Aktivität. Was zur Hölle? Hübsch. Sympathisch. So witzig aus irgendwie. Jetzt.
sogar das mal richtig gut funktioniert hat, hätte ich ja nicht gedacht. Du gehst bitte auch und jetzt habe ich verfehlt. Man sollte den Hochschlag nicht vorm letzten Mal loben. Oh, Terry. Holen wir uns. Tun Link Eier. Jetzt. Oh, ich liebe diesen Downschlag. Das ist so geil, das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott, wieder die ganze Zeit dieses eine Ei jetzt im Spawn. Skyward Sword ist das, ne? Die Map war aus Xenoblade Chronicles 1, ne? Glaube ich. Gauer Ebene. Ja, oh hey, Spielheilen. Alle Güte. So, Aktivität, Terrys Laden. Sehr nice. So, dann hole ich mir jetzt noch das hier. Das dürfte jetzt nicht wirklich schwer sein. Ja. Zweimal Young Link. Uwe. Zweimal kleine Kinder verprügeln. Ja. Das war aber sehr schwer. Limit! Ja gut, ich kenne mich mit Donkey Kong nicht so krass aus. Aber ich kenne Indie Crap. Also beruhigt euch. Das Viech, ich erinnere mich vom Aussehen her, kein Plan warum. Es so aussieht, als hätte so eine Decke über seinem Kopf. Erinnert es mich so ein bisschen an Mimigma. Ja, super schwerer Kampf. Let's go, Cloud. Let's go. So, jetzt gehen wir noch kurz hier hoch. Oder was? Kann ich hier noch was machen? Hier habe ich eine komplette... Alter, ein Touribus. Und ein Portal. Und sogar schon der Eisberg, den ich, wie es aussieht, sogar hochlaufen kann. Ach, who cares? Berge, hallo, ich kann einfach eine Mauer langlaufen. Das ist gefühlt eh die chinesische Mauer, die sie da einfach nur auf die Map draufgeknallt haben. Also, let's go. Ah, da kommt schon wieder ein dummer Kuh. Jetzt. Nein, die ist im letzten Moment noch raus. Also. Hallo, kannst du aufhören? Die kann man nicht mal umbringen. Daisy. Tschüss. Nein, ich wollte sie nicht teambaggen. Ich wollte eigentlich nur darunter, aber es ist eh egal. Peach ist nämlich auch tot. Deal with it. Ja, fertig so. Da kann man lang. Aber ich kann da jetzt schon wieder hochspringen. Okay, gut, kann ich. Interessant, da habe ich nämlich noch Spectre Knights. Da habe ich nämlich noch Musikding gefunden. Was ich dann vermutlich noch nicht hatte.
Also im Shop kommt bei mir auf jeden Fall kein Mystic. Ja, trigger mich ein bisschen. Ich glaube, ich habe da jetzt alle. Warum denn den als Spectre Knight? Ah, geh weg. Eat. Tschüss. Boah, Junge, diese Kämpfe sind so fordernd. Captain was? Captain Cuttlefish. Interessanter Name. Als Mii-Boxer dargestellt. Jetzt bin ich immer gespannt auf das Cosplay. Oh mein Gott. Hat der ein Horror-Kit unter Körper und dann so ein Da Vinci oder whatever? Kopf? Die wahre Form der Kunst. Ich könnte weinen. Vor Freude, weil es so hübsch ist. Enterhaken in den Luftgriff. Captain Cuttlefish Dodo Dojo 90. Ich würde sagen, ich spiele, bis ich das hier habe. Und dann wenigstens ein Achievement wirklich freigespielt habe heute. Das mache ich vorhin noch Masen. Ich könnte auch einfach da runterlatschen, aber ich hole mir einfach den Kämpfer ab. Bitte sag, dass kein Forster ist. Voll, das wäre doch eigentlich nice, noch ein Forster. Am besten einen, den ich noch nicht hatte. El Premium. Okay, wir haben wieder einen Ausdauerkampf. Der Dodge saß aber auch mal richtig gut. Zack. Mir fällt ein, ich habe im... Oh nee, Schlafebene. Komm her. Es funktioniert mal so gar nichts. Ja, ich krieg meine Mu. Das war auf jeden Fall Rang 1 Soldat. Das stimmt gar nicht. Das ist alles nur falsche Erinnerung. Das war Zack. Jetzt alle gespoilert, die Final Fantasy nicht gespielt haben. Ich schätze mal schon. Ist das schlimm? Es interessiert mich nicht. Jetzt kriegt nämlich Little Mac auf Schnauze. Schwertstrahl. Sprint. Warum hat er mir Schaden damit gemacht? Schlag nach oben. Gieten. Noch ein Schlag nach oben. Definitiv. Ein schweres Duell. Ich schätze mal, es geht um die Lernjuwelen. Weil ich davon jetzt alle hab. Ja, ging um Lernjuwelen. Zack. Ja. Hab alles. Ich kann jetzt dreimal in der Luft springen. Cool. Oder? Ja, Achievement unlocked. Können wir das Achievement? Und was Gutes dafür? 3 Tickets. Ja, ist in Ordnung. Hier ist mit Mario Maker Mario. Mario Maker Mario. Hübsches Wort. Zieh mal ein. Ja, Mann, ich hab's, das gibt nicht noch einen Achievement, da brauche ich 777. Ich habe auf B gedrückt. Habe ich auf A gedrückt? Nein, habe ich nicht. Gut. So, was ich aber am Ende noch machen will, hoffentlich nicht auf die Fresse bekommen. Cloud, 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 Cloud. Zack, zack. Zack. Let's go, der Hase. Gegen Luigi. Naja, das kann nur was werden. Falsche Richtung, du Honk.
Ah, deswegen benutzt du selten normale Schläge. Oh, Junge. Ah. Jo, vertreib nicht, Luigi. Das muss mein Limit sein wegen einer Wasten. Jo. Jo, wahrscheinlich. Es hat so gut angefangen mit nichts. Nun, kannst du jetzt mal machen, Cloud? Das habe ich auch nicht gedrückt. Das habe ich. Geh doch auch wieder runter, Mann. Und der hat jetzt allein schon so viel Vorsprung. Das kann ja nur witzig werden. Jetzt mach doch. Wie konnte das noch dodgen? Nobody cares. Nein. Ja, gut. 31,5 hat er als Vorsprung. Uwu. Denn dass sich sowas dann verspielt hat. Oh mein Gott, war das dumm. Nein. Nein. Genau die Attacke soll ich mal öfters noch benutzen. Die muss ich mir auch so langsam mal angewöhnen. Die ist nämlich so nice, wenn man sie in die richtige Richtung machen würde. Hey, als ob. Lol. Nice. Ja, du kannst ruhig runterspringen. Das ist nicht. Das wäre ein easy Level 9 Win. Jetzt. Nein! Mir hat der dritte Dinger gefehlt. Und wäre mein Limit da voll gewesen, das wäre Premium gewesen. Ah, Junge, hör doch auf mit deinem. Kack. Dünse! Limit gewastet. Ja, Mann, feiere ich an der Stelle schon mal komplett. Ich glaube, mein Limit würde jetzt so erreichen, um ihn zu töten. Aber sollte ich halt nicht davor sterben. Okay, Limit ist voll. Und ich habe mich vertippt. Ich wollte nämlich den hier machen. Er ist gedutscht! Geil. Das gewinne ich gerade mal mit einem Leben. Ja, erbärmlich. So viel zu, man kann gegen Level 9er Bots nicht gescheit spam. Kebab. Ja. War ja mal. Eine schöne, angenehme Runde. Alter. So, Leute. Das war's für heute mit Super Smash Bros. Ich versuch's den nächsten Teil nochmal zu streamen. Hoffentlich mit Mr. Coolian. Damit ich dann gegen ihn spielen kann. Dann vielleicht auch mal gegen euch. Ja, und dann sieht man sich beim nächsten Stream. Tschüssi. Ja, ich möchte mal streamen.